Sieht ja aus wie im Laden. Schöne Puppen. Aber da hat kein Toilettenpapier um sich, oder? Das ist wie Küchenrolle, sowas in der Art. Das war aber schon? Das war so. Das so, und was hast du dafür bezahlt? Da habe ich über 1000 Euro bezahlt. Für ein bisschen Toilettenrolle? Ja. Meiner Meinung nach liegen hier keine 11.000 Euro. Wenn man da halt einen Liebhaber findet, die wären dann halt auch bereit, ich sag mal nur, für die Puppenstuben 300, 400 Euro zu bezahlen. So ist es nicht. Nur die zu finden ist natürlich schwer, ja? Also ich habe damals viel mehr dafür bezahlt. Nur für die Puppenstuben? Ich habe allein für die untere schon 1000 Euro bezahlt. Ohne Inhalt? Nee, mit Inhalt. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Und du hast nicht direkt eine Herausforderung für mich, sondern eins, zwei, drei. Ja, und wenn schon, muss ich das ja auch für dich lohnen. Vier. Ja, vier. Ach Gott, Herzblut. Das ist ohne Ende. Das kann man nicht, kann man auch nicht in Geld fassen. Das ist ein Teil von meinem Leben, was hier drin steckt. Das war und das wird nicht mehr sein und deswegen will ich es nicht mehr haben. Hast du Figuren? Was hast du dafür bezahlt? Ich habe für die zwei kleinen habe ich 2000 Euro. 2000 Euro? Ja. Wobei das noch nicht mal so aussieht, als ob das Meißen ist. Das soll auch Meißen sein. Ja. Das ist Meißen. Siehst du das? Die Schwerter? Mhm. Fällt dir da was auf? Hast du eine Quittung oder irgendwas darüber? Oder ich hast das auch eine Rechnung. Eine Rechnung? Ja. Mit Zertifikat? Die haben mir darauf bestätigt, dass das meistens Figuren sind. Vielleicht ist die Karin da halt auch zu gutgläubig. Und ja, ihr macht das halt wahrscheinlich noch nicht so viel aus. Hauptsache, ein Ding gefällt ihr und sie kauft es. Egal, ob es echt oder unecht ist, ihr selber muss es halt gefallen. Und sie hat das Geld halt locker sitzen und hat es halt ausgegeben. Ich kann das halt blind sagen, dass da oben keine 11.000 Euro sind. Das ist natürlich enttäuschend für dich. Und ja, wir haben das ja halt auch schon mit dem Meisterfiguren festgestellt, dass eins davon halt Imitat ist und das andere halt echt. Aber sie hat halt damals auch dafür viel Geld bezahlt. Und ich sag mal so, am eigenen Wert verliert das wahrscheinlich für dich oder in deinen Augen ja gar nichts. Hm. Aber auf dem Markt bringt das halt uns überhaupt nichts. Ne? Ich meine, gut, da ist eine Aussage von einem Antiquitätenhändler, der zu dir sagt, oder der dir sagt, ey, das ist echt und du bezahlst dafür 2000 Euro. Dann komme ich an und sage, okay, eins davon ist echt, eins davon ist ein Imitat. Ne? Dann ist ja Aussage gegen Aussage. Mhm. Es ist dann halt nochmal schön, auf die Seite von Meißen drauf zu gehen und zu gucken, wie die Schwerter wirklich aussehen. Ne? Und da muss man irgendwie nicht sehen können. Ja, jetzt hast du es gemacht. Gut, wenn es dir bis jetzt gefallen hat, dann wird es ja weiterhin gefallen. Klar ist es dann halt ärgerlich zu wissen, dass nur eins davon viel wert ist und das andere halt nicht so. Aber da kann man jetzt auch nichts ändern. Nee, kann man nicht mehr. So. Das ist passiert und ist so. Okay, dann wollen wir uns nicht weiter darüber ärgern. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass das nicht Meißenschwerter sind und ich recht habe. Es ist einfach eine Unverschämtheit von diesem Antikhändler, mich damit zu betrügen. Das finde ich eine bodenlose Frechheit. Ich kann Ihre Enttäuschung natürlich verstehen. Sie hat dafür 1000 Euro gegeben und 1000 Euro ist nicht wenig Geld. Und jetzt komme ich nach, weiß ich nicht, wie alt die Figuren jetzt sind, nach 5 Jahren hin und sage, ah, eins davon ist unecht. Und das ist natürlich nicht so berauschend. Was willst du dafür haben?
deine Schmerzgrenze, deine absolute Schmerzgrenze, dann weiß ich Bescheid. Und du hast es ja schon mitgekriegt, wie ich das versucht habe, mit dem Schrank zu machen. Mhm. Und so wird es halt hier auch sein, ja, aber... Also ich sag mal 1000 Euro, das ist eigentlich, finde ich, schon wenig. 1000 Euro ist ja, ich habe, das ist wenig, aber ne, vielleicht würde ich es dafür noch hergeben, aber nicht darunter, weil das... Okay. Ich habe mich entschieden, dass ich irgendwas verändern will und wenn es dann eben um den Preis ist, dass ich nicht so viel Geld dafür kriege, dann irgendwie... Was meinst du, was das gekostet hat? Wieso? 300 D-Mark. Bitte? 300 D-Mark? Nee, da habe ich über 1000 Euro bezahlt. Euro? Ja. Warum? Also, das ist jetzt sehr hoch. Also, sehr hoch gewesen. Da fanden sie den wahrscheinlich super gut. Ja, ich fand den toll. Aber das waren da auch die Preise. Ich habe die aus dem Erzgebirge mitgebracht. Ja. Die sind interessant. Hat man noch Interesse an alles? Ja, ich weiß nicht, Ihre Preisvorstellung, was Sie für eine Vorstellung haben. Ich kann also, wir so wollten durch. Für alles, ja? Ja. Und ich finde auch, wie gesagt, heutzutage, das ist nicht viel Geld. Für alles wollten wir 3000 Euro haben. Das ist nicht erzählbar. Nicht erzählbar. Dann machen Sie mal ein Gegenangebot. So, die Laube, die ist ganz Gegenangebot. Schön. Ja. Ist wunderschön. Gegengebot? Ja. Gegengebot? Ja, Sie sind... Puppen muss man immer überlegen. Ne? Ja. Puppen ist ja... Er sprach ja jetzt Blei von dem Gesamtpreis. Gesamtpreis, genau. Wenn wir die schon rausgepackt haben. Also es passt auch völlig gut hier rein. Ja? Das könnte auch so jetzt schön auf dem Tisch stehen. Keinem wird das, glaube ich, auffallen. Die Leute, die hier kommen würden, würden das halt auch als Blickfang, glaube ich, so sehen. Ja, was würden Sie mir dann geben jetzt? Ja, 100%. Also ich zumte 12 bis 1500. Also 15 fände ich schon zu hoch. 15 fände ich schon zu hoch. Sagen wir 1800 und das ist gegessen. 1800 ist ein super fairer Preis. Ja, wir haben noch den Puppenwagen dabei. Also wenn wir allein jetzt die ganzen Sachen auseinander nehmen würden und zählen würden, wie viele Teile jetzt dabei. Ich verstehe Sie, ja. Und dann durch die 1800 Teile, dann... Hey Mann, das ist jetzt 25 Jahre. Ja. Ich weiß, wie ich mir das aufteile. Und 1800? Ich muss ja auch daran verdienen. Aber 1800 ist... Also ich... 1800. 1500 Euro und wir sind im Geschäft. 1600. 1500 und das ist super. 1550. Ja. Das war gut. Blutet dein Herz sehr? Ich darf nicht darüber nachdenken. Ich habe gesagt, ich will es verkaufen. Jetzt habe ich es verkauft und fertig. Ich werde jetzt auch nicht mehr darüber nachdenken. Ist erledigt. Obwohl die Karin draußen gesagt hat, dass sie 1000 Euro ihre Schmerzgrenze wären, haben wir 1550 rausgeholt. Aber das hat ihr, glaube ich, trotzdem noch das Herz gebrochen. Weil sie damals halt unbewusst für Sachen so viel Geld ausgegeben hat, die es nicht wert sind. Ich bin nicht traurig darüber, dass ich es jetzt verkauft habe. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es einfach so viel, viel weniger Geld ist, als das, was ich bezahlt habe. Das ist, dann stelle ich in Frage, warum ich das überhaupt jemals gemacht habe, bei so viel Verlust. Also ich würde nie wieder anfangen, mit sowas zu sammeln. Nie. Wenn mein Mann das mitkriegt, was ich jetzt dafür bekommen habe, dann sagt er, die hat sie nicht mehr alle. Aber das ist doch jetzt unwichtig, oder? Ja, das ist ja wichtig für dich, was wir jetzt machen. Es ist jetzt einfach das, was ich jetzt mache. Und was ein anderer sagt, ist jetzt egal. Und meine Schwester wird auch sagen, du spinnst. Aber genau dasselbe haben die ja auch damals gesagt, wo du das gekauft hast, oder? Also die haben doch gesagt, ich spinne, weil ich das ganze Geld... Voll egal, ob das jetzt damals war oder jetzt. Ich finde das halt doof, dass wenn du sagst, das würde aber meine Schwester jetzt gar nicht so toll finden oder meinen Mann, weißt du? Ja, ich habe immer im Wir gedacht und jetzt muss ich mal im Ich denken und das ist, fällt mir immer noch schwer. Ich mache das jetzt nicht, um dich halt hier auszufragen oder so, ja? Das interessiert mich wirklich, warum
halt so die ganze Familie sich irgendwie so gegen dich stellt. Warum machen die das? Jetzt ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Nein, wirklich? Bist du ein Biest? Ich bin auch ein Biest, ja. Aber bist du so ein Biest, dass man sagen könnte, ja, okay, dann habe ich jetzt keine Lust auf sie. Ich denke, jeder hat seine Fehler. Das ist, ne? Ich habe Fehler, mein Mann hat Fehler. Und wenn man so lange zusammen ist, wie wir das waren, dann gibt es eben auch Sachen, wo man sich irgendwo auseinanderlebt oder wo was nicht so passt, wo der eine denkt, er kommt zu kurz und der andere will aber nicht mehr geben als das, was er gibt. Der fühlt sich dann wieder eingeengt und das ist wahrscheinlich das Problem, was wir haben. Die Karin, die tut mir leid, weil sie steht halt ganz alleine da. Obwohl sie eine Familie hat, steht sie ganz alleine da. Ich bin ja komplett außen vor und das ist auch mein Problem, dass ich einfach aus dem ganzen System rausgeflogen bin. Dieses System Firma, Familie, das besteht noch mit meinem Mann und meiner Tochter und eventuell ab und zu mit meinem Sohn, wenn der da auftaucht. Aber ich gehöre nicht mehr dazu und das ist eigentlich das ganz Harte dabei. Also ich finde das auch ja, schade halt, dass es so ist, weil deine Kinder müssen das ja normalerweise auch sehen, dass es so ist. Du hast nicht deinen Mann, du hast nicht deine Familie, du hast nicht deine Stelle, du hast alles verloren, ja? Und dann hält man noch halt ein bisschen mehr zu der Mama als, weiß ich nicht, zum Papa. Ich sage ja nicht, dass sie jetzt hingehen sollen und sagen, Papa, du bist ein Arsch oder so. Soll ja auch keiner, aber es wäre auch ja, schön, wenn die mit dir reden würden, wenn die zu dir stehen würden, wenn die das alles mit dir durchmachen würden, dann würde dir das alles nicht so schwer fallen, ja? Ich habe eigentlich jetzt 9 Monate gar nicht mehr richtig gelebt und irgendwo muss es ja weitergehen und ich muss einen Weg für mich finden, wieder aktiv an dieser Welt teilzunehmen und das ist vielleicht so ein erster Schritt dazu. Karin liegt mir aus dem Grunde so am Herz, weil sie halt völlig alleine dasteht und ich möchte ihr halt unbedingt helfen, damit sie halt das Gefühl hat, dass sie auch ja, noch irgendwie geliebt wird oder dass sie halt nicht alleine dasteht. Das ist für sie jetzt nicht der Untergang. Thank you.